Hallo zurück bei Bildungshacks von der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier geht es um Methoden für Bildung im digitalen Wandel. Steffen Jauch ist Lehrer an einer Realschule im niedersächsischen Kalbala. Heute sprechen wir mit ihm darüber, wie man mit Datenvisualisierung, also der Veranschaulichung von gesammelten Werten und Informationen, den Unterricht innovativ und digital gestalten kann. Hallo Steffen. Hallo Philly. Bei dem Begriff Datenvisualisierung denkt man jetzt vielleicht erstmal an so Balken- und Tortendiagramme und weniger an spannende Unterrichtsszenarien. Was würdest du dem entgegensetzen? Nun, wir leben in einer komplexen Welt. Und diese Komplexität, die müssen wir für unsere Schülerinnen und Schüler methodisch-didaktisch natürlich reduzieren. Dabei helfen uns Schaubilder und Diagramme, aber auch Erklärfilme mit Legetechnik oder Greenscreen. Hast du mal ein Beispiel für eine Unterrichtsstunde, bei der die selbst gesammelten Daten von den Schülerinnen und Schülern auch selbst visualisiert oder dargestellt werden? Wir waren zum Beispiel mal mit einer Klasse in einem kleinen Dorf in einem Ausflug. Dabei entdeckten wir, dass zum Beispiel in einem alten Sägewerk heute ein Kulturzentrum ist. Gleich daneben fand sich eine Villa, in der August Bebel während seines Exils gelebt hat. Das sind natürlich spannende historische Orte. Und das war für uns der Anlass, diese zu erforschen. Die Schülerinnen haben dann daraus Webseiten gestaltet. Und diese Webseiten wurden mittels QR-Code der Öffentlichkeit wieder an diesen historischen Orten zugänglich gemacht, sodass man heute dort einen historisch-politischen Spaziergang machen kann, erstellt von Schülerinnen und Schülern. Das klingt auf jeden Fall super interessant und spannend, aber auch echt aufwendig und langwierig. Wie kann Datenvisualisierung denn auch in kürzere Unterrichtseinheiten eingebunden werden? Man kann die gleichen Daten zum Beispiel auch in unterschiedlichen Diagrammtypen darstellen. Ein Kreisdiagramm hat immer irgendwas Verbindendes, wohingegen ein Balkendiagramm uns immer suggeriert, die Zahlenbereiche hätten irgendwas Trennendes. Es lässt sich auch schön mit Skalen spielen, um dann solche Zusammenhänge visuell sehr gut aufzubereiten und darzustellen, bieten sich solche Werkzeuge wie Adobe Cloud Express an oder eben auch Canva. Da lassen sich tatsächlich in Windeseile Poster erstellen, einfach indem man Vorlagen remixt. Und Schüler kommen ja häufig dann auch auf einen zu und fragen, ob man das Poster gut oder nicht so gut findet. Und dem entgegne ich dann immer häufig, würdest du es bei Instagram posten oder in deinem TikTok-Account? Automatisch kommt man so in eine Diskussion über die eigenen Qualitätsansprüche von Schülern und auch über ihre Sehgewohnheiten. Ein sehr schönes Werkzeug ist auch das vom Staat Norwegen uns zur Verfügung gestellte kostenlose und quelloffene H5P. H5P ist sowas wie ein Werkzeugkasten für Visualisierungen. Vom interaktiven Video über angereicherte Bilder, in denen zum Beispiel da Marker drauf sind, die dann einen Text einblenden, ein Video einblenden oder Audiomaterial ablegen lassen oder eben auch andere Quellen, bis hin zum multimedialen Memory oder einer 3D-Tour ist quasi alles möglich. Jetzt sind wir auch fast schon wieder am Ende. Abschließend noch die Frage, wo bekommen Lehrende Unterstützung und Informationen, um selbst solche Unterrichtsszenarien umzusetzen? Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Twitter-Account zu haben. Nicht unbedingt, um zu schreiben, aber auf jeden Fall, um im Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder auch Raute TWLZ mitlesen zu können. Dort teilen ganz viele Lehrerinnen und Lehrer ihre Ideen, ihre Erfahrungen oder stellen auch interessante Fragen. Wer mehr andere Dinge erfahren möchte, kommt zum Beispiel einmal monatlich bei der mobilen Punktschule voll auf seine Kosten. Über 30 kostenlose Angebote, die man nebenbei am Abend verfolgen kann, zu allen Themen dieser Welt und eben auch zu Visualisierungen und was sich da so alles anbietet. Vielen Dank, Steffen. Vor allem bei komplexen Sachverhalten ist visuelles Erleben manchmal eindrücklicher als lange Texte in Schulbüchern. Wir hoffen, dass ihr ein paar der vorgestellten Projekte und Ideen zur Unterrichtsgestaltung in eure Planung mit einbeziehen könnt und sind gespannt auf euer Feedback.
Ihr erreicht uns wie immer über Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail an redaktion@werkstatt.ppb.de. Kommt gut und gesund durch den Winter. Wir sind raus für heute. Ahoi!